Gott ist mein Richter. Gott ist mein Richter. Mit diesen Worten spricht sich Belsazar immer wieder Mut zu. Heute Morgen noch war er kurz davor, der mächtigste Mann im größten Weltreich des Orients zu werden. Stattdessen wartet er jetzt auf seine Hinrichtung. Der König wehrt sich noch dagegen, aber er wird es tun. Er wird die Vollstreckung ausrufen und befehlen. Er weiß es. Er weiß, dass es so kommen wird, denn es muss so kommen. Er kennt ja die Regeln nach knapp 70 Jahren am Königshof. Gestern hat König Darius völlig naiv eine Ukas unterschrieben. Ein unwiderrufliches Gesetz der Meder und Perser. Und jeder weiß, dass dieses Gesetz selbst höher steht als der König. Es ist festgelegt in diesem Gesetz, dass die Hinrichtung kommen muss. Der König will ihm zwar helfen, aber er kann nicht. Er ist selbst in eine Falle getappt. Es wird die Zeit kommen, da wird er einsehen, dass er seinen Lieblingsbeamten, den er vollkommen vertraut, nicht retten kann. Die Hinrichtung ist unausweichlich. Aber sie wollen ihn nicht einfach nur töten. Er soll zu den Bestien geworfen werden. Der Folterort, der für die größte Abschreckung im ganzen Reich dient. Eigentlich ein Todesurteil für Hochverräter. Schlimmer, grausamer kann man wohl kaum umkommen. Wer zu den Bestien geworfen wird, der winselt vorher und bettelt darum, getötet zu werden zuvor. Die 250 Kilo schweren Menschenfresser, für die ist ein Mann gerade mal eine Vorspeise. Den zerreißen die in Sekunden. Mit einer halben Tonne Beißkraft ist ein Oberschenkel für sie wie ein Zahnstocher. Ihre spitzen Zähne bohren sich in jeden Schädel und die Krallen reißen einfach die Haut vom Körper. Das will keiner. Aber ihn wollen sie genau da reinwerfen. Und er hört sie schon den ganzen Morgen. Er hört ihr Brüllen. Das Urteil ist gesprochen. Das Gesetz, die Ukas, ist eindeutig. Nicht einmal der mächtigste Mann, der König selbst, kann ihn retten. Keine Chance. Und so wartet der 83-jährige Belsazar darauf, dass jede Minute die Soldaten kommen und ihn holen. Gott ist mein Richter. So haben ihn damals seine Eltern genannt. Das ist nämlich der hebräische Name Daniel, die Bedeutung von diesem Namen. Und Daniel wuchs im Südreich Juda auf, mit der Hauptstadt Jerusalem. Bis zu seinem 12. Lebensjahr wurde er in der hebräischen Bibel, der Tora, ausgebildet. Er war aus einem königlichen Haus, aus einer reichen Familie. Und diese theologische Ausbildung, die war geprägt durch den König Josia, der eine ganze Reformation im Land auslöste. Er hat damals die ganzen Götzen aus dem Land gebracht und verbrannt. Er hat alle ermutigt, dass sie als ganzes Land und jeder Einzelne wieder Gott Jahwe in den Mittelpunkt stellen. Als der Tempel renoviert wurde, wurde sogar eine verschollene Schriftrolle gefunden und so wurde damals die erste hebräische Bibel erweitert. Daniel war tief geprägt von einer Erweckung, von einer Reformation, die zu einem geistlichen Aufbruch ins ganze Land geführt hat. Als dann aber König Josia starb, kam sein Sohn Joachim an die Macht. Er hat alles kaputt gemacht. Eine ganze Reformation ging den Bach runter. Er hat teilweise die Propheten umbringen lassen. Er hat die Schriftrollen verbrannt. Und so kündigte damals der Prophet Jeremia Gottes Gericht an. Und genau so kam es auch. Als Daniel 15 Jahre war, 606 vor Christus,
stand der babylonische Kronprinz Nebukadnezar vor den Toren Jerusalems. Er belagerte die Stadt, er eroberte Jerusalem, plünderte es und verschleppte Gefangene ins Exil. Kurze Zeit später befand sich Daniel in einer langen Menschenschlange, die 1500 Kilometer in den Osten getrieben wurde bei senkender Hitze. Weg von Heimat, von Freunden, vom verheißenen Land, von Familie, hinein ins Ungewisse. Nach einem Monat Strapazen standen sie dann vor dem siebten Weltwunder der Antike. Die babylonischen Stadtmauern, uneinnehmbar, 91 Meter hoch, 25 Meter dick, 35 Kilometer lang. Alle 20 Meter stand ein Wachposten. Streitwagen fuhren auf der Mauer nebeneinander. Die Stadt war uneinnehmbar, die berühmte goldene Stadt. Und dann wurden sie durch das bekannte Ishtar-Tor getrieben. Und ihnen wurde bewusst, sie sind jetzt im Zentrum ihrer Erzfeinde. Sie sind an dem Ort, wo anderen Göttern gedient wird. Sie kommen hier nicht mehr weg. Das ist uneinnehmbar. Keiner wird sie rausholen. Sie mussten sich jetzt dort zurechtfinden, ob es ihnen passte oder nicht. Nebukadnezar ließ aus den Gefangenen junge Männer aussuchen, die ihm am Königshof persönlich dienen sollten. Das waren Männer, die sollten auch aus königlicher Herkunft sein. Sie sollten klug sein, gebildet sein, fit sein und natürlich gut aussehend sein. Die Auswahl fiel unter anderem auf Hanania, Asaria, Michael und auf Daniel. Und so befanden sich die vier in einer Ausbildung, die 3 Jahre ging und die eigentlich vielmehr eine Gehirnwäsche war. Denn sie sollten nicht nur die babylonische Kultur verstehen, sie sollten auch die ganze Götterverehrung lernen, die okkulten Praktiken lernen. Und so waren sie an dem Punkt, wo ihnen sogar ihre Identität genommen wurde. Denn Daniel hieß von dem Moment an nicht mehr Daniel. Er hat einen neuen Namen bekommen. Er hieß jetzt Belsazar, nach dem babylonischen Gott Bel. Und sie haben ihn wirklich versucht, eine völlig neue Identität zu geben und sie sollten eintauchen in die babylonische Kultur, also alles ablegen, was sie mitgebracht haben und echte Babylonier werden. Die Götter natürlich der Babylonier anbeten. Sie waren also in der Situation, dass sie sich entscheiden mussten, wie gehen wir jetzt damit um? Es gab Juden, die sich dafür entschieden haben, zum Schwert zu greifen. Die sind alle gestorben. Es gab auch welche, die gesagt haben, dann machen wir halt mit und sind untergegangen, auch mit ihrem Glauben. Daniel und seine 3 Freunde haben sich für einen dritten Weg entschieden. Auf der einen Seite haben sie genau das gemacht, was der Prophet Jeremia empfohlen hat. Nämlich bemüht euch um die Stadt Babylon, sucht das Beste für die Stadt und betet für sie. Und gleichzeitig sie zogen eine Linie, indem sie sagten, bis hier und nicht weiter. Wir werden Gott dienen, wir werden nur ihn anbeten, wir werden ihm gehorchen. Und es gab in der Ausbildung auch schon bald die erste Gelegenheit, bei der sie genau diese Linie ziehen mussten. Ihnen wurden Speisen aufgetischt, die von Gott unrein waren damals. Und sie verweigerten, diese Speisen zu essen. Das war ganz schön gefährlich für Daniel und seine Freunde. Stattdessen aßen sie nur Obst, Gemüse und tranken Wasser statt Wein. Gott sah ihren Gehorsam und er belohnte sie. Schon 10 Tage später sahen sie besser aus als alle anderen in dem Ausbildungsprogramm. Dieser Sonderweg, den sie gegangen sind, der wurde akzeptiert. Und bei der Abschlussprüfung, bei dem Gespräch mit dem König selbst, fällte er das Urteil, Daniel und seine Freunde sind 10-mal so klug wie alle anderen. Und sie wurden als seine Berater eingestellt. Sie bekamen Einfluss und Ehre. Einige Zeit später, Daniel war ungefähr 18 Jahre, da klopfte es laut an seiner Tür. Er macht die Tür auf und stellt fest, dass ein Soldat mit gezogenem Schwert vor ihm steht. Er befiehlt ihm mitzukommen.
Daniel erfährt, dass er verhaftet ist. Er soll mit allen anderen Beratern umgebracht werden. Nebukadnezar ist ausgerastet. Er hat entschieden, dass er die gesamte Elite seiner Geisteswissenschaften in diesem fortschrittlichen antiken Reich komplett alle umbringen will. Er hat nämlich einen Traum gehabt. Der hat ihn so aufgewühlt, dass er unbedingt die Deutung haben wollte. Er wollte sie unbedingt wissen, aber er wollte nicht, dass irgendein Berater ihm eine Idee auftischt, sondern er wollte sicherstellen, dass der Berater, der ihm den Traum deutet, auch kompetent ist. Also verlangte er, dass nicht nur der Traum gedeutet werden soll, sondern dass man ihm auch den Traum nennt, den er hatte. Die Berater waren natürlich total verwirrt, denn sie waren sich einig. Den Traum des Königs selbst kennen, das kann man wohl kaum erwarten. Das kann keiner. Daniel bittet um ein Gespräch mit dem König. Er bittet um einen weiteren Tag Aufschub. Anschließend geht er zu seinen drei Freunden und sie beten zu Gott. Und sie bitten ihn, dass er hilft und dass er die Lösung bringt. Und sie beten wirklich um ihr Leben. Und tatsächlich, in der folgenden Nacht träumt Daniel genau den Traum. Und er zeigt ihm sogar die Deutung. Es geht in dem Traum um eine Riesenstatue, die Nebukadnezar träumte, von unterschiedlichen Schichten. Und am Ende ein Stein, der die ganze Statue umwirft und zermalmt, bis sie in Luft aufgelöst ist. Daniel erklärt ihm, dass Gott ihm einen Einblick gegeben hat in die Weltreiche, die nach ihm kommen werden. Daniel gibt Hinweise auf die Perser, die Griechen, die Römer und darüber hinaus. Und heute wissen wir, dass es genau so passiert ist. Nebukadnezar ist tief beeindruckt. Daniel zeigt ihm, dass dieser Stein am Ende Gottes Reich ist, der kommt und der größer und stärker ist als alles andere und dass sein Reich ewig bestehen wird. Nebukadnezar ist so beeindruckt, dass er sagt, euer Gott ist der Gott aller Götter, er ist der Herr über alle Könige. Wie in dem Traum von Daniel angekündigt, ging tatsächlich dieses mächtige Reich der Babylonier zu Ende. Die Meder und die Perser kamen und sie eroberten Babylonien. Der neue Mederkönig Darius hat tatsächlich den Berater des alten Königs Daniel in sein Team übernommen. Er durfte auch den Darius beraten, das war sehr ungewöhnlich. Aber er merkte, dass Daniel besonders vertrauenswürdig war, dass er loyal war oder mit den Worten von Darius, dass auf ihm ein besonderer Geist war. Daniel war mittlerweile einer von drei Beratern, die das ganze Reich verantworteten. Und Darius kam jetzt auf die Idee, dass Daniel der alleinige Chef der Berater sein sollte, dass alle ihm unterstellt sein sollten. Die anderen haben das mitbekommen und waren natürlich wahnsinnig sauer. Wie kann so ein alter Typ, auch noch mit Migrationshintergrund, der zu der Gruppe gehörte, die eigentlich besiegt wurde, jetzt auch noch ihr Chef werden? Und so haben sie sich dafür entschieden, den Daniel anzuschwärzen, den Daniel abzusägen und den Daniel am besten komplett wegzuschaffen. Aber als sie geguckt haben, wie der Daniel gearbeitet hat, sie haben die Bücher gelesen und haben festgestellt, der ist absolut loyal, da war kein Fehler zu finden. Aber sie haben eine Sache gefunden, nämlich, dass der Daniel seinem Gott treu ist. Dass er dreimal am Tag betet, mit Garantie. Und dass er, wenn es drauf ankommt, lieber seinen Gott vorzieht als den König selbst. Und das haben sie benutzt, um ihm eine Falle zu stellen, um ihn reinzureiten vor den König. Und so gehen sie zum König ohne Daniel und machen ihm den Vorschlag, du könntest ein Gesetz rausbringen, was dich ehren soll. Der König war natürlich geschmeichelt, sie appellierten an seine Eitelkeit und das Gesetz sollte lauten, wer in den nächsten 30 Tagen eine Bitte äußert an irgendeinen Gott oder Menschen und nicht an dich, oh König, der soll in die Löwengrube geworfen werden. Und der König, völlig verblendet, hat noch nicht mal geschnallt, dass der Daniel gar nicht dabei war bei dem Vorschlag. Er hat ihn auch gar nicht zu Rat gezogen. Er unterschreibt dieses Gesetz einfach. Und es sollte auch noch eine königliche Ukas sein. Das heißt, ein Gesetz, was man nicht mehr verändern darf. Ein Gesetz, was höher steht als der König. Denn die Beamten
wussten ganz genau, wenn der Darius rausfindet, wen es erwischt, macht er es rückgängig. Niemals wird Darius Daniel ein Haar krümmen. Der Darius, der hat das Gesetz tatsächlich unterzeichnet und mit seinem Siegel bestätigt. Seit gestern Abend ist es gültig. Daniel hat davon erfahren, aber er hat nichts gesagt. Er weiß ja, dass es nicht mehr geändert werden kann. Und so steht er vor dem größten Test seines Lebens. Und er entscheidet sich. Er zieht eine Linie. Er entscheidet sich dafür, bis hierhin und nicht weiter. Ich werde Gott gehorsam sein und ich werde nur ihn anbeten. Und so entscheidet sich Daniel dafür, zu beten wie jeden Morgen. Er macht sein Fenster auf Richtung Westen nach Jerusalem. Er geht auf die Knie und er betet. Ja, er wusste, dass es eine Falle war. Er wusste, dass er nur reingelegt ist und dass das sein Todesurteil ist. Aber er hat sich entschieden, er zieht eine Linie bis hierhin und nicht weiter. Gott ist mein Richter. Ihm bin ich Rechenschaft schuldig. Ihm gehorche ich und ihn bete ich an. Seine Ankläger sehen es. Sie lachen hämisch. Jetzt haben sie ihn, denken sie. Und so wartet er jetzt auf die Vollstreckung. König Darius ist sauer, dass er reingelegt wurde. Er ist wütend, er durchschaut das böse Spiel. Er denkt an Daniel und was es für ihn bedeutet. Es bricht ihm das Herz. Er ist zu einer Marionette geworden. Ihm sind die Hände gebunden. Und dann kommen die Kläger und fordern ein, dass noch vor Sonnenuntergang das Urteil ausgeführt werden muss, denn so will es das Gesetz. Dem König sind die Hände gebunden. Daniel wird von den Soldaten abgeholt und er wird am Abend zu den Bestien gebracht. König Darius ist abgekämpft. Er ist auch da. Er sagt mit seinen letzten Worten zu Daniel: Möge dein Gott dich retten. Und dann stoßen die Soldaten Daniel in die Grube. Er ist jetzt am schlimmsten Ort des ganzen Reiches. Um ihn rum Knochen, Gestank und lärmbetäubendes Brüllen. Und dann passiert das Unglaubliche. Gott zieht durch seinen Engel eine Linie für Daniel. Ihm passiert nichts, denn die Löwen dürfen ihn nicht angreifen. Daniel bleibt die ganze Nacht unversehrt und er dankt seinem Gott, der ihn rettet. Gott ist mein Richter. Der König konnte überhaupt nicht schlafen. Am nächsten Morgen bei den ersten Sonnenstrahlen läuft er zur Grube und ruft schon: Daniel, Daniel, hat dein Gott dich gerettet? Und Daniel ruft zurück: Ja, denn Gott wusste, ich bin unschuldig. Gott ist der Gott, der eine Linie zieht und ein Gott, der rettet. Der König ist so sauer auf diejenigen, die ihn so reingelegt haben, dass er sie umgehend stattdessen in die Grube wirft. Und bevor sie auf den Boden aufkommen, zerreißen sie die Löwen. Diese Geschichte von Daniel ermutigt uns, auch heute als Christen im richtigen Moment eine Linie zu ziehen. Daniel lebte in Babylon. Einer Welt, in der Gott nicht anerkannt wurde, in der Gott belächelt wurde. In dem letzten Buch der Bibel, in der Offenbarung, wird die Zeit heute auch als Babylon beschrieben. Und genauso wie Daniel sind wir herausgefordert, damit umzugehen und unseren Weg als Christen zu gehen. Mach es wie Daniel. Diene der Umgebung, in der du lebst. Diene der Stadt,
der Gemeinschaft, in der du dich befindest. Und gleichzeitig überlege dir, wo ist der Moment gekommen, wo du eine Linie ziehen musst, weil du sagen musst, bis hierhin und nicht weiter. Ich werde meinem Gott dienen. Ich werde nur ihn anbeten. Auch wenn wir heute in unserem Land nicht unter Lebensgefahr stehen, so wie Daniel und wie andere Menschen jetzt zurzeit auch auf dieser Erde, ist es umso wichtiger, dass wir unseren Glauben konsequent leben, dass wir wissen, wo wir eine Linie ziehen müssen und sagen, ich werde Gott gehorchen und ich werde nur ihn anbeten. Zieh eine Linie. Wenn du feststellst, dass eine Selfie-Kultur existiert, wenn Erfolg und wenn Geld in den Mittelpunkt gestellt wird, stell Gott in den Mittelpunkt deines Lebens. Bete nur ihn an. Zieh eine Linie, wenn von dir erwartet wird, dass du gegen Gottes Gebote handelst. Wenn zum Beispiel dein Chef möchte, dass du für ihn lügst, sag nein, bis hier und nicht weiter. Zieh eine Linie, wenn Gott als Schöpfer abgelehnt wird, wenn Gott und dein Glaube belächelt wird. Zieh eine Linie gegen Menschenhandel und Zwangsprostitution, wie es in unserem Land sich immer mehr verbreitet. Zieh eine Linie, wenn 100.000 Menschen jedes Jahr getötet werden dürfen, nur weil sie an einer Nabelschnur hängen. Zieh eine Linie. Und wenn du dich vielleicht fühlst, als wärst du in einer Löwengrube, dann darfst du wissen, Gott hat für dich eine Linie gezogen. Sein Sohn, Jesus Christus, ist für diese Welt und auch für dich gestorben. Und damit sieht Gott dich als Richter heilig an. Er sieht Jesus, wenn er auf dich guckt. Also glaube an Jesus, denn Gott zieht eine Linie für dich. Lebe wie Daniel. Zieh eine Linie.